Aufgrund der Sanierungsarbeiten an der Wilhelm-Heinrich-Brücke und der Stadtautobahn ist die Stadtautobahn A620 noch bis zum 4. Juni voll gesperrt. Die Wilhelm-Heinrich-Brücke ist ein Bauwerk, was 1960 gebaut worden ist, ist also jetzt 50 Jahre alt. Durch Umwelteinflüsse bzw. Verkehrsbelastung leidet auch ein Bauwerk, es nutzt sich ab. Und diese Verschleißerscheinungen, die müssen über eine Instandsetzungsmaßnahme aufgefangen werden. Das haben wir jetzt gemacht, indem die Untersicht instand gesetzt wurde. Betonschäden, die durch abrostenden Stahl entstanden sind, sind ausgebessert worden. Und in diesem Zuge ist auch das Bauwerk optisch aufgewertet worden. In Verbindung mit den Sanierungsarbeiten führen zeitgleich die Landeshauptstadt, der Landesbetrieb für Straßenbau, auch LFS genannt, die Stadtwerke Saarbrücken und der zentrale kommunale Entsorgungsbetrieb weitere aufeinander abgestimmte Arbeiten im Bereich der A620 durch.